Herzlichen Glückwunsch. Zu Bronze seid ihr heute gelaufen, aber ich glaube, die Medaillenfarbe war heute fast nebensächlich, oder? Ich habe gerade nichts verstanden, das tut mir leid. Ich habe gesagt, die Farbe der Medaillen war heute fast nebensächlich, oder? Ja, definitiv. Wir wollten hier mit einer Medaille nach Hause gehen. Wir haben gekämpft, wir haben alle unser Bestes gegeben. Wir haben jetzt eine Medaille uns wirklich verdient und da sind wir einfach überglücklich. Du warst heute die Startläuferin, Lisa. Wie wackelig waren die Knie heute, trotz des vierten Starts ja immerhin für dich? Ich muss sagen, eigentlich gar nicht. Also sobald ich da an der Startlinie war, Aufregung komplett verflogen. Ich hatte echt Bock zu laufen. Ich wusste, ich kann mich auf die Mädels verlassen. Ich habe meinen Job gemacht und es war echt der Wahnsinn. Ich glaube, so selbstbewusst war ich, bin ich noch nie am Start gegangen. Du warst auf der für dich ungewohnten Position 2 unterwegs. Spielt das eine Rolle im Rennen oder sagst du, der Bundestrainer sagt, ich soll da laufen und dann laufe ich? Ja, also für mich war es jetzt tatsächlich heute Premiere. Ich bin in meiner Karriere vorher noch nicht ein einziges Mal in Position 2 gelaufen. Es hat aber super gut funktioniert und ich vertraue dem Ronald da voll und ganz. Wenn er sagt, Gina, du kannst das, dann weiß ich ganz genau, okay, ich kann das. Wir haben es im Training das ganze Jahr über halt geübt. Also ich habe mehrfach mit links angenommen und halt auch wieder mit links übergeben. Das heißt, wir haben das Ganze schon geübt, dass ich halt einfach auch mit links wechsle und nicht nur immer mit rechts in der Kurve, wie ich es jetzt die vergangenen Jahre immer gemacht habe, weil ich eigentlich immer nur die 3 gelaufen bin. Und es hat wirklich hervorragend funktioniert und ich denke, so wie ich da gerannt bin, da können wir alle mit zufrieden sein. Tatjana, du bist dann, hast die 200 Meter, hast du verzichtet darauf, bist dann trotzdem jetzt raketenmäßig hier gelaufen in der Kurve. Ist das der besondere Team-Spirit, der einen dann noch so über die Bahn treibt? Ja, definitiv. Also alles, das ganze Umfeld, das Publikum, es ist halt einfach so, ja alles. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe es sehr genossen zu laufen. Ich kann mich zwar nicht mehr an viel erinnern, aber weil es einfach so laut war. Aber es war sehr geil. Also ich mag es sehr, durch die Kurve zu rennen und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Sah auf jeden Fall auch super aus und hat uns viel Spaß gemacht. Vor dem Start gab es aber noch einen kleinen Schockmoment mit dem Sturz bei den Staffelmännern. Habt ihr das mitbekommen? Ja, also wir sind eigentlich rechtzeitig wieder im Aufwärmstadion gewesen, um uns halt noch den 400 Meter Vorlauf von den Männern anzuschauen. Hatten uns gerade vor der Leinwand positioniert und waren bereit und sind halt schon total mitgegangen, weil die Jungs halt einfach vorne wirklich so einen verdammt guten Job gemacht haben. Die waren so gut im Rennen dabei und dass dann halt wirklich so ein schlimmer Unfall einfach passiert, ist wirklich katastrophal. Ja, also es war alles andere als schön mit anzusehen, vor allem wenn man halt einfach weiß, man muss nachher nochmal selber auf die Bahn gehen, man muss sich voll auf sein eigenes Rennen konzentrieren. Auch an dieser Stelle einfach nochmal von uns allen von Herzen gute Besserungen an Julian und an Lukas. Wir hoffen, dass die Verletzungen halt einfach wirklich nicht allzu schlimm sind und wir drücken den beiden die Daumen, dass es halt wirklich ganz schnell wieder besser ist. Vielleicht tröstet eure Medaille die Jungs auch ein bisschen. Jetzt feiert schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke.